Gibt es heute ein ganz besonderes, naja, nicht ganz so besonderes, aber schon ein besonderes Video für meinen Kanal, aber nicht so besonderes Video für YouTube. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt mal gefilmt wurde, aber ich kann es mir vorstellen. Denn es ist Oktober. Und wie nennen wir das hier? Spooktober. Also müssen wir natürlich spooky Sachen machen im Oktober. Ja, aber auf jeden Fall seht ihr hier einen Tisch. Halbwegs. Hallo Pix! Pix hat auch dabei. Hallo! Auf jeden Fall ist es. Was geht ab? Spooktober! Ja. Es gibt ein paar Dinge, die man macht im Spooktober. Zum Beispiel Leute erschrecken. Zum Beispiel Leute erschrecken. Oder süß oder saure spielen. Creepy schminken? Nein, das macht man an Halloween, nicht im Spooktober. Sich creepy schminken, keine Ahnung, macht irgendeinen scheiß Halloween-Stuff. Und was so absolut jeder macht, außer Chris in seinem Whole Life, deswegen machen wir das auch jetzt, ist Kürbisse schnitzen. Yeah. Wow. Das sind fantastisch. Und wir haben natürlich an alles gedacht. Eigentlich haben wir nicht an alles gedacht, aber also es wird wahrscheinlich irgendwas fehlen. Aber wir haben hier schon mal eine Schüssel. Dann haben wir hier ein paar Eddings. Und nicht zu vergessen, Messer. Messer und Brettchen. Brettchen. Ja, und der Chris hat sich diesen Kürbis ausgesucht. Ich habe mir diesen ausgesucht. Also, jetzt haben wir halt diese Kürbisse und jetzt müssen wir uns halt überlegen, was wir für ein Gesicht da drauf haben wollen. Oder auch überhaupt ein Gesicht. Ja, genau, erzähl mal, wie schnitzt man überhaupt Kürbisse? Ja, das. Also, erstmal nimmst du dir hier einen Stift. Okay, ein Stift. Und jetzt musst du dir halt irgendwas auf diesen Kürbis machen. Was. Der ist halt groß. Noch nicht. Am besten nicht in dieser Delle. Hier. Weil ich habe überlegt, das genau in der Delle zu machen. Ja. Da habe ich so einen Krüppelkürbis. Ja, okay, dann mach das. Ah, also sehe ich jetzt eine Delle. Ich werde, glaube ich, so einen. Ich soll einen Downy daraus machen. Also, ich finde das mal Wort. Hier. Muss das nicht. Also, soll ich diesen Classic-Kürbis machen? Kann ich auch in der Nase da reinschneiden? Ja, theoretisch. Klar, du kannst alles reinschneiden, was du möchtest. Du kannst. Nein, ich glaube nicht. Das schon Balls. Hier sieht das schon schön aus auf der Seite. Sieht halt auch wie, einfach aus wie ein richtiger Kürbis, ne? Mhm. So ein Kürbis. Meine ist halt hoch. Ich kann natürlich den Classic-Kürbis machen. Oder ich schnitze den viereckig, ich mache daraus so Minecraft. Dann ist es halt kein Kürbis mehr. Dann hab ich viereckig, geht halt nicht. Aber du könntest ein viereckiges Gesicht reinschneiden. Ich glaube, ich mache jetzt einfach den Classic-Kürbis. So einfach bei Classy. Bitte. Also. Oh ja, der malt gar nicht. Was meiner malt. Also ich versuche da jetzt. Ja, ich muss keiner da bleiben. Ich mach das. Der macht das so. Aber wir machen das jetzt einfach, weil es classy ist. Für den classy Schein. Also so sieht das jetzt aus. Also man kann sich ja schon mal vorstellen, dass es ja so aussieht wie jeder andere Kürbis. Das ist doch behindert. Das sieht richtig scheiße aus, was ich hier mache. Also mein Boy wäre richtig der coole Mann. Der Fucker. Look at him. Hübsch. Ja, aber zu gut sein. Das ist einfach ein richtiger Kürbis. Ja. Ein richtiger Headboy. Ich würde auch so einen richtigen Classic-Kürbis machen. Ich meine, das ist halt Big Boy. Also der ist halt einfach groß, der braucht große Augen. Ja, hübsch. Okay, und wie? Die kleine Nase finde ich auch süß. Ja. So, ja. Der braucht Augenbrauen. Augenbrauen. Bist du nicht ein bisschen größer machen? Die Augenbrauen, nein. Ja, kannst du ja beim Schneiden größer machen, weil dann könnte ja vielleicht ein bisschen schwierig sein. Das ja. Zu schneiden. Okay, dann erzähl mal den. Wie fangen Sie an, also, verdammt Kürbis zu schneiden? Wir fangen an, indem wir den aushöhlen. Okay, wie geht das? Indem wir den hier oben erstmal aufschneiden. Egal. Okay, das heißt, ich muss erstmal den Kopf abhauen. Okay, also ich hau einfach mal. So. Nein, du musst das. Also ich habe mir so ein scheiß Messer noch. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Brauchen wir einen Hammer wieder? Nein, Chris, schneiden, nicht hebeln. Durch. Was machst du da? Warum? Okay, also ich. Der saftet schon so ein bisschen, ne? Mhm. Wir haben jetzt hier auch schon den Tisch mit so Folie ausgelegt, damit er halt nicht voll gematscht wird. Linda, weißt du irgendwas über Kürbisse? Ja. Erzähl mal. Ja, also Kürbisse, die wachsen vor allem im Herbst. Fast gedacht, so wie alles. Und Kürbisse sind so das Markenzeichen von, Alter, jeder Koch wird so sauer sein, so wie wir hier mit dem Messer angehen.
Kürbisse, die. Jeder wird sauer sein, wie wir mit dem Messer aufgehen. Ja, Mann. Vor allem mit der Klinge zum Arm hin. Mm. Ja, und Kürbisse sind das Markenzeichen von Halloween. Kürbisse werden ständig geschnitzt für Halloween und dann einfach vor den Garten gestellt, wo sie dann vergammeln. Immer ganz schön. Ich glaube, Kürbis, ist Kürbis Gemüse? Kürbis ist, ja. Kürbis ist gesund. Also Kürbis ist ein Gemüse. Ich glaube, Kürbis ist wahrscheinlich das Gemüse, was am wenigsten gegessen wird für den, also im Vergleich dazu, wie oft es gekauft wird. Oder halt aufgeschnitten. Vorsichtig, Pix, bitte hör doch auf. Vorsichtig. Ach Mann, jetzt brauche ich einen neuen Selbstauslöser, sonst kann ich keine Fotos mehr machen. Meine Katze ist ein Hurensohn. Kann ich das so snacken? Was hast du denn da gemacht? Ich hab den geöffnet. Das kannst du so öffnen, also so snacken. Ja stimmt, wir brauchen noch Löffel. Das ist ja okay, wir haben nicht alles hier. Bringst du zwei mit? Chill doch mal! Nein, mach das nicht. Mach das nicht kaputt. Warum nicht? Wie nicht kaputt machen? Warte doch mal kurz, bis ich fertig bin. Wir das zusammen machen können. Tut mir leid. Ja, und jetzt musst du das halt quasi so auskratzen, sodass halt dieser ganze dreckige Juice einfach da rauskommt. Okay. Also, weißt du, du musst das halt so von den Wänden abkratzen. Weißt du, was ich meine? Ich muss mal ein bisschen rumstochern. Du kannst das eigentlich richtig gut mit dem Löffel einfach ausschaben. Ich glaube einfach, wenn ich es einfach so rauskratze schon und so rausschneide schon mal, dann wird einfach rauskratzen. Ich bin mal meine Haare ein bisschen zurück. Sind die richtig schön eingetaucht in den Guten. Ja, mein Loch ist ein bisschen klein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aber ich kann das jetzt auch nicht mehr ändern, weil wenn ich da jetzt noch was abschneide, dann passt der Deckel gleich nicht mehr drauf. Kennst du diese Videos, wenn Leute so einer Kuh dabei helfen, einen Kalb zu gebären? Nee. Fühlt sich das bestimmt an, wenn ich in den Kürbis rein. Ich bin Kürbis. Geil. Aber das fühlt sich an, als würde ich in einen Rinderdarm packen. Deswegen wollte ich eine Folie da haben. Göttchen, das. Leute, wirklich, das, also ich kann nicht beschreiben, wie komisch sich das anfühlt. Man sieht dich übrigens nicht, wenn du so einfach auch. Wir wollen ja hier es nicht einfach haben, sondern. Kürbis. Nee, so riecht Kürbis. Bitte fass mich nicht. Stirb hier! Nee, sei nicht so hart zu deinem Kürbis. Hallo? 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 Diese Kürbiskerne können wir benutzen, um eigene Kürbisse anzupflanzen in unserem Garten. Hm, gut, dass wir einen Garten haben. Mhm. Nein, Pix. Ein bisschen weh, muss ich sagen. Pizza hat mich übrigens vorhin attackiert. Jetzt habe ich eine Wunde an meinem Arm. Sie hat mich einfach angegriffen. Nicht so geil. Also, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Darm. Warum tust du das? Oh Mann. Schiss an. Jo, du musst das einkochen in Säure. Es fühlt sich auch sehr interessant an, muss ich sagen. Also, geil! Geil. Ich glaube, meine Mama wäre stolz auf mich. Safe. Ich habe das letzte Mal mit meiner Mama zusammen einen Kürbis geschnitzt. Du bist meine Mama jetzt. Wow. Bitte tu das nicht auf mein Kürbis. Wenn du als Mensch einfach überall Blut hast, auf einmal so deine Eingeweide ist an dir, ist eigentlich genau das gleiche. Von innen. Sieht mein Bruder von innen aus? Wohl. Können da was trinken? Können da Saft rein? Können da Pumpkin Spice Latte drin machen? Und jetzt hauen wir das Saft da vorne weg. Aber vorsichtig, tu ihm nicht weh. Das geht nicht durch!
Du bist zu schwach. Oh nein. Oh nein. Samurai. Wie ein Samurai musst du diesen Pumpkin schnitzen, damit er... Kannst du ihn mal kurz tauschen? Spooky aus. Warum? Fantasia, ne? Ja. Oi. Guck mal, die Augen, die sehen schon mal ganz schön gut aus. Der Mund wird jetzt ein bisschen schwierig. Also mit dem Mund wird ein bisschen problematisch. Mhm. Au! Was ist passiert? Du hast so krass gewackelt, dass mir das Ding aufs Bein kommt. Oh nein! Aber mich ankacken wegen deinem Boden. Ja. So Leute, jetzt haben wir hier schon zwei Dreiecke, die komplett unterschiedlich aussehen. Das ist so anstrengend. Ah! Warum wollten wir nochmal Kürbisse schnitzen? Spooky! Leute. Geh da durch, du dummes Messer! Also sagen, es ist jetzt nicht so gruselig, aber es ist auf jeden Fall die Hölle. Warum muss er eigentlich den Scheiß dich so viel aushebeln dann, ne? Ja. Tada! Hier. Soweit sind wir nicht weit. Ich weiß, es tut mir leid. Ich bin vom Beruf her halt eigentlich Sportradfahrer, deswegen ist das nicht so meine Main-Tätigkeit, einen Kürbis zu schnitzen. Sportradfahrer? Ja. Hast du die Tassen zu Hause, glaube ich? Hast du überhaupt ein Fahrrad? Nicht mehr, es wird geklaut beim Umzug. Das war einfach scheiße. Bin ich ehrlich. Das war cool, als ich 13 war und das Geschenk bekommen habe. Nein! Nein! Was passiert? Bitte nicht kaputt gehen! Oh nein, nicht dein Kürbis! Nein! Er hat einen Zahn verloren! Oh nein! Oh, ist doch noch da! Oh ja, er ist ganz schön locker! Ein Wackelzahn! Mann, was ist denn los? Hey, guck mal, wie cool der aussieht, der Bruder, Junge! Hey, ja? Oh, der sieht echt creepy aus! Hey, Maschine! Ich bin der geborene Kürbisschnitzer! Vielleicht solltest du deinen Job ändern. Ja, ich hab's eigentlich einen Job. Schüler ist auch irgendwo ein Job. Ist auf jeden Fall Arbeit, die man da reinsteckt. Hier ist ein George. Ey, guck mal, wie George ist. Guck mal, wie süß er ist. Du hast gar nicht entlang deiner Linien geschnitten. Nee, das stimmt. Okay. Weißt du noch, früher, als Dinge nicht wasserlöslich waren, als kleiner Boy, habe ich mir gedacht, das ist doch unmöglich, die dann abzukriegen. Weißt du? Also die halt nicht wasserlöslich waren. Ich dachte so wirklich, die gehen nie wieder ab. Nie wieder? Nie wieder. Ich dachte, ich muss meine Haut dafür abreißen, wenn ich sowas auf meinem Arm habe. Edding? Ja. Okay. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, dass der Edding ganz ab ist jetzt. Aber Leute, hier ist mein kleiner Pumpkin. Pumpkin! Und dann kommt das hier drauf. Hier. Kleiner Pumpkin. Pumpkin! Pumpkin, Freund! Pumpkin! Ja, und meiner sieht so aus. Die Nase. Die ist einfach daneben. Seht ihr das? Das ist so, wie als würdest du die Nase nehmen und hier den Bug. Wie lange lassen wir den jetzt stehen, Pumpkin? Dass wir Beauty-Shots gemacht haben. Beauty-Shots? Beauty Shots! Spooky Shots! Spooky Shots! Spooky Shots! Also, liebe Freunde, das war's mit unserem Spooky. Pumpkin. Spice Latte. Spice Latte. Video. Überhaupt auf dem Kaffee, Tobi. Okay. Sieht aus wie ich, oder? Ja, also. Oh ja, wirklich gut. Ich glaube, man sieht mir das. Gefällt dir das kleine? Hallo, kleiner Pumpkin. Hallo. Och. Oh, wer bist du denn? Hallöchen. Du bist aber hübsch. Ach, du bist ja scheiße hässlich. Ja. Ach, du Hackfresse. Lass mich nur mal oben, du Hackfresse. Fuck you. Aha. Der hat mich beleidigt. Oh, scheiße, kühles Gesicht. Ja, Leute, das war's mit unseren. Wir schnitzen einen Kürbis. Und jetzt gibt's noch ein paar Spooky Shots und ich wünsche euch aber fröhlichen Spooktober.